Anträge, Gegenanträge, Anhörungen, was Gerichtskosten und Arbeitsverzögerungen betrifft, wird sie das so viel kosten, dass sie sich wünschen werden, sie hätten nie was von der Gesellschaft zur Erhaltung historischer Baudenkmäler gehört. Warum? Weil wir alles nur Mögliche tun werden, um euch nicht in Bushwood hereinplatzen zu lassen, um eine Menge billiger Häuser für eine Bande proletarischen Gesindels aus dem Boden zu stampfen. Welcher von Ihnen ist Chandler Youngs Sohn? Ich. Nun, Sie haben wirklich sehr klar gemacht, wie Ihr Rechtssystem funktioniert, Mr. Young. Jetzt würde ich Ihnen gerne was erklären vom Peter-Blunt-System. Sehen Sie, ich stehe nicht so sehr auf Gerichtsverfahren oder Anträge oder sonst was von diesem Rechtskram, gleich Krempel genannt. Nein, sehen Sie, ich gehe folgendermaßen vor. Ich finde heraus, wo Sie wohnen. Und dann komme ich zu Ihnen, klar? Und dann schlage ich die Tür ein. Und zwar mit einem verdammten Baseballprügel. Und dann werde ich mit Ihren Pistolen ein Freudenfeuer machen. Vielleicht noch Ihren süßen Jagdhund grillen. Und dann werde ich ihn aufessen. Wie? Und dann komme ich die Treppe hoch, Junior. Und packe dich an deinem Seitenpyjama. Und dann nehme ich euren Brandsäulen-BMW und schupfe ihn euch in den verkniffenen Arsch. Haben wir uns verstanden? Also Master, ist er da? Er hat eine Besprechung. Oh. Und jetzt verpiss euch, bevor ich richtig böse werde.